Sonne ist pure Energie. Solaranlagen wandeln diese in Strom und Wärme um. Die Solaranlage gibt es so nicht. Es sind im Prinzip zwei Systeme. Das eine die Photovoltaik, bei der eben über das Licht elektrische Energie gewonnen wird. Und der thermische Kollektor, wo dann eben warmes Wasser oder die Heizungsunterstützung darüber läuft. Zukünftig kann dieses Wohnhaus fast seinen ganzen Bedarf an Warmwasser und Heizenergie durch thermische Kollektoren decken. Das in den Kollektoren befindliche Wasser wird lediglich über die Sonne erhitzt. Eine einfache Technologie aus Kupfer, Glas und Holz. Am meisten fasziniert mich, dass man mit dieser einfachen Technologie eine Menge Energie sparen kann, die wir dringend für andere Sachen brauchen. Und außerdem sparen wir fossile Brennstoffe, die unnötig die Umwelt belasten. Hier im Sonnenzentrum hat man sich auf die Entwicklung von thermischen Kollektoren spezialisiert. Von der Planung bis zur Montage, alles aus einer Hand. Für die Nutzung solcher Kollektoren ist das Sonnenzentrum selbst das beste Beispiel. Ja, die Idee, die hinterm Sonnenzentrum steckt, ist eben möglichst viel mit der Sonne zu erreichen, sowohl im Stromsektor als auch im Bereich von Warmwasser und Heizung. Arbeiten und leben rund um den integrierten Wasserspeicher. Mehr als nur eine Firma. Das Sonnenzentrum vereint Wohnen und Arbeiten unter einem Dach. Schon früh lernen die Kinder, mit den modernen und flexiblen Systemen umzugehen. Die Flexibilität, die wir hier mit unseren Systemen auch in der Praxis dann umsetzen können, unterreizt tatsächlich jeden Tag ein klein wenig für die Energiewende beitragen zu können. Mit 80% Eigenenergie ist das Sonnenzentrum in Rottenburg-Oberndorf auf einem guten Weg. Ein Vorbild nicht nur für die Region.